nach knapp 3 Jahren hat die Enquete-Kommission Internet Digitale Gesellschaft ihre Arbeit abgeschlossen. Welche Bedeutung für die Netzpolitik hatte die Enquete, Herr Blumenthal? Also ich würde sagen, dass die Netzpolitik erwachsen geworden ist, um es mal so zu formulieren. Am Anfang waren wir eher die Exoten, wurden von allen teilweise auch misstrauisch beäugt. Inzwischen sind wir gefragte Kollegen, viele kommen zu uns auch aus anderen Fachbereichen. Und insofern hat die Enquete einen großen Beitrag dazu geleistet, dass Netzpolitik eben kein Orchideenthema mehr ist, sondern in der Mitte des Parlaments angekommen ist. Herr Höferlin, was haben Sie am meisten gelernt bei der Enquete oder geschätzt an der Enquete-Kommission? Also ich fand spannend, dass man in der Enquete in einem anderen Kontext miteinander diskutieren konnte, mit ein bisschen Abstand. Und es ist uns dann doch gelungen, auch mit den Kollegen der Opposition, mit den Sachverständigen, gerade in den Projektgruppen sehr konstruktiv zu arbeiten und auch mal über die Grenzen hinweg zu Ergebnissen zu kommen, die wir dann auch gemeinsam tragen konnten. Ergebnisse ist schon ein gutes Stichwort. Es gab ja sehr viele Handlungsempfehlungen, die Enquete verabschiedet hat. Was waren für Sie die wichtigsten Handlungsempfehlungen, Herr Schulz? Die wichtigste allen voran war, dass wir einstimmig alle zusammen beschlossen haben, eine Forderung, die ich von Anfang an erhoben habe, nämlich, dass im Anschluss an die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft dieses Thema Netzpolitik, das ein Querschnittsthema ist über alle Bereiche hinweg, einen eigenen und dauerhaften Platz in diesem Parlament bekommt, nämlich einen eigenen Ausschuss ab der nächsten Legislaturperiode. Ich glaube, das ist der zentrale Punkt, das zentrale Ergebnis. Netzpolitik ist im Parlament angekommen und wird auch dort einen dauerhaften Platz haben. Neben vielen anderen Ergebnissen, die uns begeistert haben und von denen wir glauben, dass sie wirklich dann auch das Thema weiter voranbringen. Das sind aber Themen, die wir dann in diesem Ausschuss dann auch in die Tagespolitik umsetzen können. Was war für Sie der größte Unterschied zur normalen Ausschussarbeit, wenn man jetzt die Arbeit in der Enquete anschaut? Also der größte Unterschied war sicher die Einbindung, intensive Einbindung der Öffentlichkeit über das Beteiligungstool Adhocracy, aber auch die Arbeit mit unseren Sachverständigen. Wir hatten wirklich mal Zeit, nicht nur tagespolitische Vorlagen, Gesetzesentwürfe uns anzuschauen, sondern so eine Art Grundlagenarbeit, so eine Art Grundsatzwerkstatt hier mitzugestalten. Und das tat mal gut, außerhalb von dem Trubel des üblichen Tagesgeschäfts mal in Ruhe Gedanken zu Ende zu führen und diese Grundlagenarbeit auch leisten zu können unter Einbindung des externen Sachverstands. Herr Höferlin, wäre das ein Konzept für die Zukunft der politischen Beteiligung von Bürgern? Ja, ich glaube, die Demokratie, die repräsentative Demokratie muss sich weiterentwickeln. Und das ist etwas, was die FDP schon lange gefordert hat, dort flexibel zu sein und neue Elemente einzusetzen, ohne die repräsentative Demokratie abzuschaffen, die sich bewährt hat. Und da bleiben wir dran. Und das ist ja auch etwas, was gut gezeigt wurde, dass es funktionieren kann in der Internet-Enquete. Und wie geht es jetzt weiter mit dem Thema Netzpolitik im Bundestag und auch in der Politik? Welchen Weg hat die Enquete-Kommission sozusagen geebnet und was sind die nächsten Schritte? Die nächsten Schritte sind natürlich die Präsentation des Abschlussberichtes. Das ist das eine. Das zweite wird sein, und das ist unsere Aufgabe der Netzpolitiker, die wesentlichen Punkte, die wir uns herausgreifen werden, schnellstmöglich in die politische Tat umzusetzen. Dafür soll eben in der nächsten Legislaturperiode dieser Ausschuss für Netzpolitik, Internet und digitale Gesellschaft eingerichtet werden, der dann die Ergebnisse, die wir auf 2000 Seiten niedergeschrieben haben, in die Tat umsetzen soll. Und das wird so der herausragende nächste wichtige Schritt sein. Herzlichen Dank.